Moin Leute, ne, ich vergesse euch diesmal nicht, ich schwör's. Also, ne, ihr habt den letzten Stream im Grunde verpasst, für diejenigen auf YouTube jetzt. Da könnt ihr den Wort nachgucken, falls ihr da Bock drauf haben solltet. Aber ja, das dauert noch ein bisschen, bis die Bude fertig ist. Ist hier mehr so ein Kackgang, I don't know. Mein Keller mit den Netherwarzen ist auch da. Die wachsen auch vor sich hin. Ja, im Grunde warte ich jetzt eigentlich nur ab, dass es einmal Nacht wird, sodass wir quasi direkt beim frühen Morgen losziehen können, um diese Leute auszurotten. Ich habe auch die, hier den Weg hier nach unten mal ein bisschen ordentlicher gemacht. Das sah ja nicht schön aus mehr. By the way, Bücherhund ist immer noch da. Bücherhund macht seinen Job. Denn das Portal hat sich auch nicht viel verändert. Ja, das Höllenhuhn ist ausgebüxt. Aber gut, ne, kann man Zeit nichts ändern. Ich lasse das hier mal auf. Dankeschön. Also wie gesagt, ich habe mich vorbereitet. Ja, mein Schwert ist immer noch ganz normal. Das ist meine Armbrust, die ich mitnehme. Die guten Sachen nehme ich nicht mit. Ich habe ein bisschen Sprengstoff gemacht. Hey, stop it! Ministrick, danke für den Sub, mein Dude. Ja. Ich werde auch ein bisschen, ne? Für einiges sind 25 TNT vielleicht Overkill. Für mich nicht. Ich finde das total legit. Dafür, dass die Leute andauernd in mein fucking Gebiet wollen und sich denken, they own my place. Sehe ich nämlich so überhaupt nicht. Yeet! Stellt euch sich heraus, der Händler da, by the way, hat nichts. Stellt sich heraus, die Banditenbasis ist in die Richtung. Ist da. Die Jäger, danke dir fürs Followen, mein Dude. Aber ja, das ist jetzt so das Ziel heute. Ich warte jetzt erstmal, bis die Sonne wieder, ja, bis wir einmal schlafen können. Gibt also in der Zeit nicht viel zu tun. Ich halte mich auch möglichst immer von da unten ab, weil witzigerweise, es ist egal, was ich mache. Ich muss mir echt mal was einfallen lassen, weil ich kriege hier immer noch Besuch von Jacuzzi-Creepern. Die sich denken so, das ist aber ein schönes Haus. Wie wäre es, wenn wir einfach mal, ne, deine Fresse einschlagen? Ich meine, hier irgendwo ist ein fucking Loch. Da ist ein Loch. Da hat mich einer überrascht. Ich meine, hier hat mich nochmal irgendwo einer erwischt. So nebendran. Bei der. Ich habe auch ein bisschen halt enchanted. Halt eine Armbrust, die jetzt, da habe ich Glück gehabt. Derbe Hosen. Ich habe auch derbe Rüstung. Also das sollte soweit alles hinhauen. Da bin ich, glaube ich, relativ prepared. Wo ich nicht mit prepared bin, ist, dass ich jetzt wieder meine alte Maus benutzen muss. Weißt du schon, ob du am 21.08. streamst? What? So weit gucke ich doch gar nicht. Dann weiß ich ja, ob ich frei habe oder nicht. Also da kann ich dir auf keinen Fall sagen. Ich weiß nicht, wie du auf den Punkt kommst. Ja, Gärten umziehen. Die besten Rüstungen. Nee, nicht die besten Rüstungen. Da komm ich nicht hin. Komm, by the way, von der Weinshauswelt zu dir rüber. Ach, blöder Wichser. Ah ja, und by the way, das ist Hacker Löker. Hacker Löker ist meine. Ich sage jetzt einfach mal unzerstörbare Spitzhacke. Diamond Pickaxe. Und das ist ein Bogen. It exists. So, wert Nacht. Ich bin bereit für die Schlacht. Ich bin bereit zu töten. Und zu sprengen. Wie jetzt Zwiebeln hacken. Hacker Löker. Wenigstens, someone gets me. Die Idee hatte hohl, to be honest. So, es wird Nacht. Und dann ziehen wir los. Und schlachten die Leute ab. By the way, ich finde das in Orange hier echt nice. So. Los geht das, Leute. Das wird zuerst erledigt. Und dann, wenn diese Welt ein friedlicher Ort ist, dann können wir in die Hölle. Dann können wir in die Hölle und dort. Ne? Aua. Das muss ich mir echt abgewöhnen. So. Die Basis von denen ist... Ich hoffe, es ist die Basis von denen. Ich hoffe, ich habe mich da nicht verguckt. Weil ohne Optifine mit diesem Zoom-Feature ist es manchmal echt schwer zu erkennen.
So, yeah. Gott, bin ich heute rangezoomt, ey. Das ist ja schlimm, ist das. Aber ich habe keinen Bock, das jetzt nochmal zu ändern. Ich meine, es war hier. I go to hell before I die. Ich meine, es war hier irgendwo. War auf jeden Fall so eine... Ja, es war irgendwie auf der Seite von meinem Dings, von meiner Bude. Oh wehe, das ist jetzt nicht deren scheiß Basis, sondern... Es sah auf jeden Fall nicht wie etwas aus, was ich oder irgendwas gebaut haben könnte. So, yeah. Ja, ich habe mir nämlich hier umgeguckt. Dann habe ich es irgendwo hier gesehen, meine ich. Ich wollte schon immer mal diesen Berg erklimmen, hab's aber dann nie gemacht. Ach stimmt, ich weiß jetzt wieder, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe nämlich einfach mal, ja, offline, sag ich mal. Also hier, ne, nicht online. Da ist der Sumpf und da müsste es denn nämlich sein. Ich habe nämlich mal meine Sichtweite von Chunks einfach erhöht. Einfach um zu sehen, wo ich bin. Beziehungsweise um zu gucken, ob ich sehen kann, wo noch Zeug ist. Und ich meine, da habe ich's. Aua. Da habe ich's gesehen. Fucking hell. Hey, hier sind auch so viele Schafe. Ja, da ist es. Es ist tatsächlich deren verkackte Basis. Mitten im fucking Wald. This is gonna be interesting. Oh boy. Naja, mitten im Dschungel sogar. Aber seht ihr, ich möchte nur mal, dass das jetzt klargestellt wird, ich bin doch nicht wahnsinnig. Leute sagen immer, ach, die spawnen irgendwo. Die spawnen von irgendwo her. Ja, ja. Aber der Shadow ist der Wahnsinnige, ist richtig. Ich bin jetzt in dem Punkt wieder der Wahnsinnige. By the way, das ist nicht mal ein Dschungel, das ist einfach nur ein Wald. Das da hinten ist, glaube ich, Dschungel. Yep. That's it. Ich hab's mir irgendwie, als ich es mir das letzte Mal angeguckt habe, war es irgendwie flacher hier. Das macht jetzt irgendwie meinen Plan kaputt. Friedliche Nachbarn, wenn sie nur friedlich wären. Aber das Thema hatten wir ja schon. Die kommen andauernd zu mir, wollen mein Shit und halten sich dann für die coolsten. Nani? Nani? What the fuck? Hallo? Where did he go? Okay. Okay, die Spawn. Ich brauche epischere Musik. Jetzt passiert doch das, was ich befürchtet hatte. Oh shit. Perfekt. Ja, ich glaube, die spawnen jetzt erst. Schusssicher. Kartoffeln. Au! Auch wenn mir das Ganze... Das habe ich mir viel epischer vorgestellt. Das habe ich mir so vieles epischer vorgestellt. Ich dachte, ich müsste jetzt hier... so eine epische Schlacht schlachten, aber... Das ist ja überhaupt nicht. Ich meine, hier ist ein Wald, aber... Wisst ihr was? Fuck that. Fuck them. Wisst ihr, das habt ihr jetzt davon. Weißt du, ich dachte, ich krieg hier... epische Schlacht. Was krieg ich? Nothing. Heute ist Judgment Day. This should do it. This should do the trick. Ja, nee, komm. Jetzt habe ich mich so weit darauf vorbereitet,
das lasse ich mir jetzt nicht wegnehmen. Aber wow, ich dachte, ich müsste mich irgendwie aus der ganzen Situation, ich sag mal, rausökeln. Aber das muss ich ja nicht mal. Die sind immer da. Habt ihr einen Keller? Nee. Dein Aim, ne? Ich dachte einfach, es wäre... Aha! Habt ihr jetzt die Nachricht gekriegt, oder was? Ihr Wichser! Aua! Ihr macht Schaden, tatsächlich. Ja, gut, das tut mir jetzt leid, dass du damit reingezogen wirst. Wisst ihr was? Ich verbrauche einfach, soweit ich habe. Ich habe mich jetzt hier nicht umsonst vorbereitet. Weit, viel zu weit von meiner Bude bin ich auch weg, also von daher. Irgendwelche letzten Worte? Gut. Nani? Habe ich irgendwas? Das hat irgendwie nicht genug Power, ne? Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Aua. Fine then, Plan B. Du störst mich bei Plan B. So, Oh shit! Das habe ich mir auch cooler vorgestellt. Gut, auf jeden Fall mein Ziel ist erreicht. Well. Well, ja gut. Yakuza Zero Musik, das brauche ich jetzt nur auch nicht mehr. Mensch, das habe ich mir... Papier war das irgendwie cooler. Papier war das... Wow. Ich bin enttäuscht von mir selber. Es tut mir auch irgendwie... Ja, ihr lebt sogar noch. Das ist kinda disappointing. So was, ich nehme einfach euer Holz mit, ja? Und alles, was ihr hier... I don't know. Ah, Moos. Da war Moosstein bei. Oh, guck mal, Eisen. Vielleicht mit das Wertvollste, was ich aus der ganzen Scheiße hier rausziehe. Man. Man, I'm decked. Das tut mir echt leid, Leute. Ich hab gehofft, das wäre ein cooles Adventure. Ich hab mir das richtig als coole Schlacht vor. Ich habe hier mal den Debuff.
Ich habe immer den Debuff von der ganzen Scheiße. Wisst ihr? Ja, hier ist eine Höhle. Das merkst du, aber... Mal gut, wenn ich jetzt hier demnächst nochmal eine Höhle erkunden will, weiß ich auf jeden Fall, dass ich in den Wald gehen muss. Ja, jetzt habe ich mein Inventar einfach zugemüllt. Kann ich wenigstens Bambus finden? Wenigstens etwas? Irgendwas Cooles? Something neato? Bevor es Nacht wird. Das Blumenfeld wieder? Nee. Man. I'm bummed. Es ist irgendwie depressiv. Glaube ich im Dschungel. Ja, ist das hier nicht? Isn't this Jungle? Seems jungle-ish. Alter, ich bin gerade richtig down, ne? Danke, das war mein Job. Hallo, wenigstens das darfst du mir lassen, ja? Oh, mein Lachs. The fuck is your problem? Man, what a waste. Yay, mehr Dreck. Und ein Level habe ich gemacht. Dann kann ich bitte wenigstens Bambus finden? Das ist wenigstens etwas. Solche Vorposten, Blöcke umkreisen, anzünden, permanente Feuerring. Oh, die Idee gefällt mir auch. Oh, it's Coconut. Motherfucking Coconut. Ich will aber Bam Boom. Ich hab das immer nur bei Hohl gesehen. Die Dinger sehen voll cool aus an sich. Haben der Knall? Weißt du, 25 TNT-Blöcke. Ich hab da irgendwie... Ich hab mehr erwartet. Bambus. Ich fahr Bambus. Weißt du, der Bambus... Ne? Dein Leben ist echt an dem Tiefpunkt, wenn Bambus das Coolste ist, was du an einem Tag gemacht hast. Dann weißt du, dein Leben hat echt einen Knackpunkt. Ja. Ein fucking Bambus, das Coolste ist, was du an deinem Tag gefunden hast. Ach ja. Voll. Gott. Ja gut, wir haben es aber... Wir müssen es positiv sehen. Komm, versuchen wir es positiv zu sehen. Wir haben immer noch die... neue Welt, die wir erkunden können. Also halt die, ja, den neuen Ort, sag ich mal. Bruchstein brauche ich jetzt auch nicht. Aber ich habe mich hier im Dschungel generell noch gar nicht umgeguckt. Magst du da jetzt hochgehen? Danke. Bambus konnte ich doch auch selber anpflanzen, ne? Au! Knochenfuck. Kann ich auch, du Wichser. Also ich habe mir mehr als ein Stack Knochen hier fucking Pfeile gemacht. Nur für Wichser wie dich. Dann mag ich die Armbrust. Was ist so vor, das spawnt hier einfach weniger Zeug?
Bambus kannst du selber anpflanzen. Sie sind praktisch wie Bäume. Ah. Jacuzzi Creeper. Fuck it. Ich nehme mal trotzdem hier mit am Bambus, was ich finden kann, soweit. Je mehr man anfangen kann, desto besser. Mach mir so einen kleinen Bambuswald. Ich glaube, ich weiß auch schon genau, wo ich den hinsetze. Das ist halt so ein kleinen Bambuswald, auch witzig. Mensch, Kinners. I'm sorry. Is this bird? Are you burp? This is burp. Come to me, burp. Come, burp. You don't want burp? You want on? You don't want on? You want this? You want some sis? Ah, you want some sass. Give me a second. Come on. Wenigstens ein Vogel. Give me burp. Spiel hasst mich gerade, ich merke schon. Hätte ich mal Körner mitgenommen. Wir wollen echt keine Kakaobohnen. You don't want some bean? What? Nope, you don't want some bean. Hat der gerade auf den Vogel geschossen? Pisco. Yes, I got Kern. Yes, I got Kern. Now I can have Kern. Wo's Burp? Burp, I have Kern. You want some more Kern? You're pretty hungry, Burp. You're a pretty hungry burp. Oh, noch mehr Körn. Ja, Burp, gib mir eine Sekunde. Ich finde bestimmt noch mehr. Hier, Körn. I got more Körn. Ernsthaft, Vogel? Ist das dein fucking Ernst gerade? Willst du echt dir Zanke mit mir machen? Kern. More Kern. Geh jetzt mal noch ein bisschen weiter. Hol noch ein bisschen mehr Kern. 3. 4, 5, komm. Du bist doch kein richtig hungriger Burp. Wie kann so viel in so einen kleinen Vogel reinpassen? You're a pretty hungry bird. Sehr, sehr hungriger Vogel. Ich mach das richtig, oder? Wahrscheinlich mach ich's falsch. Aber guck mal. Wird schon wieder Tag, also haben wir hier ein bisschen mehr Ruhe gleich. Wobei, im Dschungel ist ziemlich chillig. Hier ist mehr erwartet, dass uns ständig Creeper am Sack hängen. Burp! Burp, halt an! I got Kern! I got Kern for Burp. Are you fucking serious? Hab ich gerade einfach das Worst Luck auf diesem Planeten oder ist dieser Vogel einfach nur ultra Hunger?
I got more corn. Ist doch nicht dein fucking Ernst. Der kleine Vogel Nimmersatt. Weißt du, ich habe zu Hause eine Kiste voll mit Körnern. Könnte ich ihm allesamt den Rachen schieben. Zehn. Elf, komm. Elf Körn. Zwölf Körn. Hier. Ah, there we go. Du bist ein ziemlich hungriger Kollege, weißt du das? So, follow me. Set me free. Trust me and we go nach Hause. Super, jetzt haben wir auch noch einen Vogel. I mean, great. Das ist ein Adventure. Na gut, der Vogel ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsfarbe. Wahrscheinlichkeit, ein Papagei zu zähmen, 10%. Well. Kommt der jetzt mit? Ah. Was war das denn? The fuck's that sound? Oh, it's a dank cave. Nice. Ja, komm, lass nach Hause gehen. Dieses Adventure war... Ach, guck mal, da sind sogar noch die Überreste. Ich habe meinen Job nicht mal zu Ende gebracht. Weil TNT ja offenbar so brutalst genervt wurde, ne? Aber sobald mal ein Creeper vor deiner Haustür steht, ist es hier fucking Hiroshima. Weil das ist so, ne? By the way, moin alle Leute, die jetzt mit eingeschaltet haben. Und vielen Dank fürs Einschalten. Die sich dieses Snorefest von einem Adventure antun. In der Hoffnung, dass es besser wird. Aber gut, ich werde auf jeden Fall, wenn ich demnächst mal wieder Höhlen-Adventure mache. Jesus. Gehe ich auf jeden Fall hier hin. Wie es mir geht? Mir geht's fine, I guess. Ich hab halt frei. Oh yeah. Der Vogel kommt doch mit, oder? Ich habe jetzt nämlich irgendwie ihn aus den Augen verloren. Aber was war, welche Taste war das nochmal zum Umdrehen? Hm. Shit. Vogel kann sie auch zu mir TP'en. Na gut. Wenn das der Fall... Tweep? Bist du mein Burp? Nee. Ha! Okay, zwei Burp. Der war auf einmal pflegeleichter. Seid ihr sicher, dass die sich zu einem TP können? Hm. Well, fine then. Loch. Ja, aber kann man nicht buggy sein. Okay. Ich renne einfach mal los.
Dann einfach mal los nach Hause. Richtung nach Hause. Ich meine, Vögel bringen einen jetzt auch nicht wirklich was, ne? Also, nicht, dass sie einen irgendwie, ja, irgendwie helfen können oder so. Ich denke mal, ne? Schwein. Ist ja jetzt irgendwie so schön vorbereitet auf diese ganze Aktion. Für basically nothing. Das ist... Ne? Gut, hoffen wir einfach mal, dass wir gleich im Nether was Besseres haben. Geh doch mal dahin. Dürfte nicht weit weg von zu Hause sein. Nee. Geh doch da hoch, Mann. Boy. Ich glaube, ich habe noch eine andere Idee. Wahrscheinlich habe ich wieder zu viel. Hoffe ich mir einfach ein bisschen zu viel, aber ich glaube, ich renne mit meinem. Nee, wisst ihr was? Nein, ich bevor ich jetzt mit meinem Esel da reinrenne und mir das Portal mache und alles, mache ich lieber das Ganze einmal so a cappella. Wenn ich sehe, da gibt's Shit zu holen, dann nehme ich einen fucking Esel mit. Ich kann der Zeug für mich schleppen machen. Das ist auch Apollo 14, immer zu was nutze. Oh, wow. Gut, also... Zwei Vögel geholt, keiner teleportiert wirklich. Fine then. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben immerhin Bambus. Das ist, heißt nicht Apollo 15? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe es total vergessen. Schusssicher 3. Ich komm mal hier rein. Auch wie die Basis von denen mal so gar nichts hatte. Wisst ihr, so gar nichts. Das kommt ja noch dazu, die hätten ja mal so gar nichts bei sich. So eine richtige Drecksbasis. Passt bei Bahnübergängen auf. Ich werde versprochen. Kern. Das meine ich mit Kern. Ich habe so viel Kern. Wow. Und wie pflanze ich Bambus? Einfach so, einfach hinsetzen und sagen so, life is strange. Blödsinn. Ja. Ich nehme auch dann noch nicht, oder nehme ich meine gute Spitze? Nehme ich Hakalöka mit? Weiß es nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, ich nehme auf das nächste Adventure nicht Hakalöka mit. Hakalöka ist mir dann doch... Wir machen erstmal einen auf Erkundungssquad. Bambus, das ja auch mal hier, da pflanze ich später an. Aber... Machen wir es mal so. Machen wir nochmal ein paar Kerzen, just in case. So. Platz haben wir auch. Die Knochen brauchen wir jetzt nur auch nicht. Aber ich brauche mein getreues Feuerzeug, wo auch immer ich es habe. Mein Obsidian. Um genau zu sein. Diese Menge. Bullshit, was laber ich da? Es werden zwei. Das sind 10, ich Edi. Können wir also noch zwei Portale machen. Da habe ich mein Feuerzeug gelassen. Ich meine, klar, man sollte mir nie ein Feuerzeug überlassen. But still. Hä, wo habe ich das hingepackt? Du bist draußen? Ja, hier. Nice. Miau, Makoto. Ja gut, so Vögel teleportieren doch nicht so.
Einfach Erde und normaler Gasblock. Wer? Man kann Andy kein Feuer. Mir darfst du das ja auch nicht überlassen. Warte mal, das mit der Cam wurmt mich echt. Das sieht echt scheiße aus. Ach nee, das bin ich. There we go. Ja, ich denke, wir sind set. Ja, let's go. Wo ist du schon wieder? Mach halt, was du willst. So, nämlich, ich habe eine Dings gebaut. Wir machen jetzt erstmal Erkundungssquad. Ich habe eine Brücke gebaut. Über tödlicher Lava. Ich glaube, ich habe sogar dabei noch eine Dings, eine Fortress gefunden. Aber ich habe da noch keine Ahnung, wie ich da hin soll. Ich glaube, da vorne nämlich. Da. Seht ihr? Ich meine, das ist eine Fortress. Also halt eine Festung. Keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Weil fallen ist keine Option. Runterbauen ist keine Option. Ergo, runterfallen ist eine Option. Aber es sieht auf jeden Fall nach einer Fortress aus. Aber das muss ich mir mal irgendwann anders überlegen. Ich könnte natürlich Kies mitnehmen. Kies oder Sand. Und mir dann quasi so eine Brücke im Fallen bauen. Das wird elendig viel Kies beinhalten. Jetzt, ich wollte gerade sagen, ich dachte, ich habe mein Obsidian nicht mitgenommen. So, ich habe das bis hierhin gemacht. Und ich gehe jetzt einfach noch mal ein bisschen weiter. Dann gucken wir mal, wo uns das hinführt. Let's see how far we've come. Ah ja, und by the way, ne? Schon wieder so ein fliegender Fisch. Wisst ihr eigentlich, wie die Dinger mir meine Lebenszeit verkürzt haben? Als ich diese Brücke gebaut habe. One shot, Alter. Das Ding one shotte, die ich liebe es. Ah, eine neue, noch eine Träne. Ja, richtig. Weint ihr Viecher. Ich habe mich, by the way, hier noch nie wirklich umgeguckt. Ich habe also immer nur so, ne? Aber das ganze Quarz nicht mitgenommen, weil Quarz ist einfach mal... Jetzt no shit. Quarz ist so der Weg, wenn du einfach Erfahrung grinden willst. Und by the way, holy shit. Game wants me dead. Jetzt bin natürlich keine anderen Blöcke dabei, ne? Nee. Müssen wir uns mal schnell welche machen, nicht? Ich habe halt nicht Hacker-Lurker mitgenommen. Das ist halt so eine Sache. Was passiert, wenn du nicht Hacker-Lurker mitnimmst? Mit Hacker-Lurker wäre das definitiv nicht passiert. Oh no. Oh no, geht ab. Oh, fuck. Oh, wow. Ich nehme nicht wirklich Schaden. Na doch, hier jetzt. Das ist deine Sorge. Gott, brennt das lange. Lässt du das? Lass das! Du Fickvieh! Ich hasse euch! Du Fickschnatzen, ey! Okay. Tötet nicht immer One-Hit, nice. Nur, if it feels like it. Gut, das war eine Near-Death-Experience. Das war eine definitive Near-Death-Experience. Was seid ihr denn für ein Kult, ey? Ich find's auch schön. Jetzt finde ich den Weg auf jeden Fall wieder zurück, weil hier fucking alles brennt. So. Stop. You're violating the law.
Alter. Das ist echt asoziale Lava. There we go. Ja, da kannst du von mir aus hin ablaufen. Das ist mir scheißegal. So. Ich möchte halt so weit gehen wie möglich. Einfach damit wir schön einen Weg haben. Beziehungsweise, dass man vielleicht dann auch mal sich irgendwann sagt so, boah, lass mal eine Campingtour machen. Wir gehen den Weg zurück. Sind denn vielleicht nur 1000 Blöcke, aber dein Kompass zeigt dir den Weg. Ja, Batman. Man, schaut euch mal allein das ganze Quarz an, was hier ist. Wenn den Weg zurück finden wir auch. So ist es ja nicht. Mein Quarz ist ja nicht mal so der Punkt. Es ist einfach die Erfahrung. Warte mal so lange. Was ist das denn? Habe ich den Schweinekindergarten gefunden? Ich glaube, ich habe den Schweinekindergarten gefunden. Was sind die Chancen? Alter, der Schweinekindergarten. Kann ja wohl nicht wahr sein. Gut, ich glaube, yep, that's dead end. Okay, dann bauen wir halt im Schweinekindergarten jetzt unser Portal. Wird im Schweinekindergarten ein Portal gebaut. Oh boy. Let's go. So. Dann wollen wir mal sehen, wohin uns das bringt. Zombie Peppa Pig. Oh nein. Immerhin sind wir dieses Mal an der Oberfläche. Ein Wald? Seriously? Noch ein Wald? Das kann doch nicht wahr sein heute. What is today? Ja, yep, mitten im Wald. Mit 10 Endermen gefühlt. You know what? Ich finde das hier sonst wahrscheinlich nicht wieder. Au. Ich werde das hier sonst, glaube ich, nicht wiederfinden. Das Portal. Das kann aber nicht wahr sein. Weißt du, dann komme ich hierher und dann ist es genau derselbe Scheiß. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht fucking wahr sein. Was ist dein Problem, hä? Fuck is your problem? Oh, Mann. Oh. Ups. Well, well, that happened. Denke daran, nur du kannst. Waldbrä, oh Gott. Ja, das Portal finde ich definitiv wieder. Well, if you can't stop it, join it. If you can't fight the fire, be the fire. Er ist verstanden.
Das ist eine Andy-Idee. Basically, ja. Ich bin halt auch gerade ein bisschen bummed out, dass ich, ne? Wisst ihr was? Es ist mir scheißegal. Ich gehe zur Not mit dem Kompass den Weg zurück. Es ist zwar eine Strecke bis zum Kotzen, aber immerhin sehen wir dann mal was. How? Das geht nicht mal auf meine Kappe. Aber ich meine, hier ist nichts. Was ist da hinten? Ist ein Berg. Komm, wir steigen mal auf den Berg. Wir gucken mal, was der Berg sagt. Der Berg sagt nur, Alter, du hast meinen Wald angezündet. Was ist mit dir kaputt? Und ich sag so, das war Notwehr. Wald hat angefangen. Ja, suck mal, Dick. Wow, yeah, Frames. Komm, hier muss doch irgendwo was Cooles sein. Schafe, ne? Schafe sind nicht unbedingt was Cooles. Wisst ihr was, wenn das hier jetzt auch wieder ein Fehlgriff ins Klo ist, ne? Was heißt hier Rampage? Ups. Yes, about that. Weißt du, wenn das auch wieder ein Fehlschlag wird, ich gehe in den Dschungel und mach hier... Das ist nicht euer Ernst. Oh, da hinten ist ein Dorf. Oh, immerhin etwas. Oh, immerhin etwas. Ich muss, by the way, gleich bald mal nochmal kurz runter und einmal nach meiner Wäsche schauen. Beziehungsweise meine Wäsche in den Trockner schmeißen. Immerhin etwas. Immerhin etwas zu sehen. Ja, den Debuff habe ich auch nicht. Mensch, das mit den Nachbarn war so belanglos. Die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, mir den Debuff zu geben. Das ist ja ein Dorf. Ist ja gefühlt eine Stadt. So, ob die auch eine Infrastruktur haben? To be honest, eigentlich ist es mir scheißegal. I will loot your shit. I will loot your nude. Darf ich hier? Nehm ich mal. Da, danke. Hoi. Dein Haus ist doof. So. Mach mal ein Fenster auf hier. Gut, Dreck kann ich dir jetzt nicht davor stellen. Der Typ hat einen Baumgarten. Ich habe das Gefühl, die leben ja hier. Wovon lebt ihr, Jungs? Wisst ihr was? Ich klaue euch jetzt eure Glocke. Aber erst nachdem ihr alle... Oh mein Gott, sie haben Babys und einen Golem. Tanzt dann, Jungs! Was bist du? Du hast andere Sachen. Oha. Oh! Für zwei Redstone? Das ist Abzocke! Ich glaube, ich habe sie einfach nur panisch gemacht. You know what? Macht, was ihr wollt. Ich loote euer fucking Dorf. Ist mir jetzt scheißegal, das habt ihr jetzt davon. Das habt ihr Sacksäcke jetzt davon. Ich loot jetzt euren Shit. Ups. Was ist das? Nothing. Strange. Wisst ihr was, ich klaue dir noch die Glocke, ist mir scheißegal. Auf jeden Fall haben wir hier mal ein großes Dorf, Alter. Is this lost? Hey, Kleiner. Hey, hier, ne? He knows what's up. Ich klaue dir dein Heu. Nani?
Wow, ja, geil. Lag in einem Offline-Spiel. What the fuck? Das war die Klinik. Kirche gucke ich mal. Ihr habt ja nicht mal Truhen, ihr besitzt nichts. Wovon lebt ihr? Oh, das Ding hätte ich gerne. Ups. Sorry. Ich dachte, das könnte man so wegmachen. Das habt ihr nicht gesehen. Das war voll cringe, Bro. Ja, RIP Braustand. Darf ich das haben? Dankeschön. Der Typ hat literally nur seinen, ne? So, eure Glocke ist scheiße, die nehme ich mit. Jetzt meine. Kann man Braustände abbauen? Kann man doch, oder? Erstmal alles mitnehmen. Aussortieren kann man später immer noch. Na gut, die Betten. Yes, Jackpot. Okay, die Blumen sollte ich jetzt vielleicht nicht mitnehmen. Das ist ein bisschen Blödsinn. Die Betten kann ich mir auch machen an sich. Gelbe Betten sind jetzt nicht so selten. Oder so wertvoll. Kann ich eure Golems mitnehmen? Ist ja wie viel da, ne? Eisen habt ihr. Weil sonst nichts anderes. Ihr seid merkwürdig. Jot Dixt, moin moin. Habt ihr alle nichts? Wovon lebt ihr? Lebt ihr von Glauben an sich? Und von eisenhaltigen Golems? Was macht ihr mit eurem Leben? Also ich komme aus einer anderen Dimension höchstwahrscheinlich. Gerade vor, wie es wäre, wenn Yakuza auf der Switch wäre für unterwegs. Das wäre geil. Allerdings... Oh ja, das Ding nehme ich auch gerne. Zweite Säge. Thank you. Was ist das? Ist das... Oh... Wisst ihr was? Ich nehme mal dein Haus mit, ja? I hope you don't mind. Du hast eine Menge von diesen Blöcken. I like that. Ich lass ihm das Glas und das Holz. Ich bin ja kein kompletter Unmensch. Kurz Jody. Alles klar, das kann ich mir merken. Ja, das Dach lasse ich dir auch, komm. Ich bin heute in Geberlaune. In Geberlaune und nimmt einfach alles aus dem Dorf. Meh. Marco, ich mag sich... Darf das keiner Twitch irgendwie petzen, was wir gerade gesehen haben? Das sah nämlich nicht ganz Twitch-freundlich aus. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin hier in so ein Resident Evil 4-Dorf gestolpert. Ach ja. Ja doch, ich krieg hier krasse Resident Evil 4-Vibes. Wieso seid ihr alle hier? Wieso ist der eine zum Moosmann geworden? Und warum habt ihr zwei fucking Kirchen? Okay, jetzt ganz blöd gefragt. Kann ich diese Stände abbauen? Yes. Ich war nur dumm. Gut. Nice. Ein Braustand für umsonst. Ballen. Seht ihr, war doch nicht so cringe. Nur ein bisschen. Achso, ja, du mit der... Weißt du, das erste akzeptiere ich ja. Aber ich habe jetzt nicht so viel Müllfleisch. Sorry. Aber ein fucking Emerald für Redstone, weißt du, ich erstick in dem Scheiß.
Ich ersticke in dem Ranz. Und du willst dafür Geld? Kann ja wahr sein. Ihr habt ja alle gar... Was machst du hier? Baut der gerade seinen Keller aus oder was versucht er hier? Ah. No. Aber Äpfel, nice. Kartoffel. Ja, yeah, fuck that. Mensch, euer Dorf ist, Oh boy. Oh boy, ihr habt sogar ein Todespit. Nice. And you got Pony. Und leider keinen Sattel dabei. Well. Wisst ihr was? Komm, wir machen uns so auf den Weg zurück. Das ist zwar ein echt langer Trip. Dürfte ein echt langer Trip werden, aber gut, wir haben den Weg. Sobald wir wieder zu Hause sind, haben wir ja quasi den Teleport. Do I have fish? Have cat. Ich habe einen Fisch. Ich möchte einen Fisch. Die haben Katze. Falsche Worte. Kein Fisch. Scheiße. Yo. Locked and loaded für mögliche Jacuzzi-Creeper. Speaking of. Sparta. Fish? Nope. Nope, nope, nope. Not you. Könnte echt ein langer Weg werden. Fuck yo. Jetzt bereue ich es gerade doch, dass ich nicht Dings mitgenommen habe. Den Esel. Euer Aim ist scheiße. Okay. Dankeschön. Wo war das denn? Au! Das ist ein Enderarsch. So, was, wir gehen mal. Oder? Nee, komm, wir gehen weiter. Du, geh mal weg. Sonnenblumen. Die möchte ich doch tatsächlich mitnehmen. Sunflower. Ich frage mich, wie es dem Wald geht, wo wir gespawnt sind. Critical. Hi, na? Skelette, ey. Hi. Creeper. Oh man. Okay, sorry. Damit fangen wir gar nicht erst an. Komm, irgendwo muss es doch hier auf dieser Route nach Eldorado irgendwas Cooles geben.
Oh, ein bisschen viel gerade. Fucking Jacuzzi Creeper. Wisst ihr, der Dschungel war ja auch an sich ziemlich. Na, wir haben zwei Vögel, aber die sind jetzt irgendwo im Nirgendwo. Minecraft, du enttäuscht mich heute. Ich hatte so einen schönen Plan heute. Ich hatte einfach so eine schöne Idee, ne? Such a nice idea. But now everything is trash. Sind wir halt sehr weit von zu Hause entfernt. Klar, wir könnten einfach das Portal nehmen, aber ehrlich zu sein, ist nicht dasselbe. Ja, ich komme schneller unter Wasser. Aber, also irgendwie, wenn man sich jetzt mal so weit her umguckt, ist meine Welt echt ein bisschen scheiße. Alter, ist richtig. Mhm. Hey, mal interessante Mobs. Okay, das kann aber nicht der Jungle sein, der wir... Oder? Ist es überhaupt Jungle? Ich meine, wir haben... 2 Emeralds aus der Sache rausgeholt. Doppelklick unter Wasser. Hoi. Da ist der Lappen. Hi. Aua. Nice. Ich bin echt froh, dass meine Rüstung an sich so viel aushält. Ich hab grad echt die Befürchtung, das ist derselbe Dschungel wieder, aber eigentlich dürfte das nicht sein. Sag ich jetzt einfach mal in der Hoffnung, dass das der Fall ist. Weil ich gehe einfach auf eine Höhlentour. Ich guck mir die nächste Höhle an und sag so, ja, das ist it. Zack, Gesicht. Alter! Fucking kidding me? Meine Fresse. Das ist Tenta Bastard. Ja, Mensch, das Gute an der ganzen Reise war jetzt, wir können uns eine fucking Sonnenblumenfarm aufbauen. Fast den ganzen Stack voll mit dem Scheiß. Ich vermisse meine neue alte Maus. Klar, die ist andauernd leer gegangen und das war immer doof. Aber, ne? Klar ist die ständig leer gegangen, das war scheiße. Aber wisst ihr, was cool daran war? Das Mausrad war nicht so verklemmt. Bei der jetzigen ist halt das Mausrad übelst kacke. Hast du eigentlich eine Ahnung, wann Talent Tank released wird? Nö, keine Ahnung.
Ich weiß nur, dass wenn das ist, dass ich mir irgendwie 5 Freunde zusammen sammeln will. Nur damit wir halt eine Teen Titans Parodie machen können mit dem Titel Team Talon. Lag in einem Offline-Spiel. Nice. Game's fucking offline. Warum ist da solcher Lag? Gut, dass ich noch mal ein paar davon gemacht habe. Ach du Scheiße. Das ist tief. Da müssen wir andere Maßnahmen ergreifen. Alter, das Mausrad ist echt klumpig. Ich hasse es. Irgendwas müssen wir hier jetzt erleben. Es kann ja so nicht weitergehen. Oder wenigstens, komm, Diamonds oder sowas, irgend sowas in der Art. Ne? Wisst ihr, verspreche euch ein fucking Adventure und was kommt? Fucking sowas hier. Es ist, ne? Das ist meh. That's a big meh. Ich pack das Ding mal ein, ja. Und auf welcher Höhe bin ich jetzt? Ich bin fast auf Diamond Höhe, also so ist es jetzt ja nun nicht. Ah, geil, hier unten ist nothing. I don't care anymore. Kann's nicht sein. Fuck it. Das kann nicht wahr sein. And then there is nothing. Fucking nothing. Aber warte mal, da war ja noch ein zweiter Weg. Ich vermisse irgendwo so meine, die Höhle, die ich zu Hause habe. Sieht auf jeden Fall nach mehr aus. Mann. Eine Inkompetenz, sie kennt keine Grenzen. Wird das jetzt wie in der Serverwelt, wo ich einmal war? Bei Vivi und den anderen? Oh, Alter. Was hab ich denn gerade verschluckt? Yep, there's nothing. Oh, Alter. Oh. Oh, nix. Das Spiel hasst mich. Es hasst mich heute. Komm, wisst ihr was? Wir hauen ab. Wir gehen wieder an Land. Ja, irgendwie ist heute nicht so der Craft-Tag, aber hier ist jede Menge Kohle. Aber gut, Kohle ist jetzt auch in etwa so wertvoll wie ein Taschentuch. Das hat genau den Dings getroffen. That's nice. Ein Sturm zieht auf. Also wenn das der ist, der bei uns war, dann ist das nichts weiter als ein Pups. Geil. Aber eigentlich müsste ich schon seit
Zeit lang nach der Wäsche gucken. Aber wisst ihr was? Wir gucken jetzt. Ach, guck mal. Oh, Blumenfeld, scheiße. Jetzt haben wir eine Wiese hier, aber nichts wirklich Beeindruckendes. Ich weiß auch nicht. Also bei uns wurde einmal kurz auf die Erde gehustet und das war's. Also das war Gewitter. The end. Ich hätte echt ein Pferd mitnehmen sollen. Ich glaube, das wäre schlauer gewesen. Aber ich habe mir gedacht, so, ach komm, ich mache einen auf Spätrupp. Und dann habe ich mir gesagt, so, ach komm, dann kannst du auch nach Hause gehen. Kannst du auch nach Hause laufen. That's some deep shit. Aber da unten ist halt Wasser. Und Lava. Und noch mehr Sachen, die das Leben schöner machen. Wahrscheinlich auch das Weekend-Feeling. Das wäre eine Idee. Ich meine, ich habe mehr... Doch, ich kriege auf jeden Fall Blöcke zusammen, um mich wieder hoch zu mobben. Wisst ihr was? Wir riskieren generell zu wenig in unserem Leben. Shit worked. Oh nein, ich sehe schon wieder, es ist ein fucking Tunnel. Schon wieder ein fucking Tunnel. Fine. Fine then. Welcher Höhe sind wir? 28. Wenn wir ein bisschen tiefer gehen, sind wir golden. Ah. Ja, wir haben jetzt schon keinen Platz mehr. Geil. Das waren die zwei Keramik. Schienen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Allerdings ist dann auch die Frage, wozu bräuchte ich jemals in meinem Leben Eisen? Metall. Und warum ist das hier... Warum ist das hier beleuchtet? Jetzt haben wir... Nee, ich kann unmöglich so nah schon sein. Jetzt... Wow, das sah grad cool aus. Ich will nicht hoch, ich will eigentlich in die andere Richtung. Och nee. Wow. Yes. Something. It's trash. Okay, geil. Na, super. Gut, Schwarzpower brauche ich jetzt nicht unbedingt. Feuerzeug, ihr seht, kommt noch was drin. Kies brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich brauche eigentlich gar nichts davon. Das Brot kann ich mitnehmen. Ja, ich brauche eigentlich gar nichts davon. Das ist geil. Das Spiel hasst mich heute, ich merke es schon. So, wo sind wir jetzt? 31, viel zu hoch. Runter, 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 runter. Diamonds wäre wenigstens so noch. Dann hat sich's wenigstens. Ne? Hätte sich's wenigstens noch gelohnt heute. Hätte sich diese Tour noch gelohnt. So, hier, guck mal.
plug das mal ab hier. So, Alter. Hier war wer am Arbeiten. Das ist ja so viel, kann ich erkennen. Kann doch nicht wahr sein. Das ist doch Verarsche. Oh, ja, da war ich, genau. Well, we have to go deeper. We need to go deeper. Oder irgendwo anders lang auf jeden Fall. Wow, sag mal, wie viele Truhen sind hier? Wie viele Truhen mit fucking Müll? Och nö. Geile Range. Cool Range, Bro. Danke. Ich glaube, das Ding hat in meine grobe Richtung gespuckt. Ich glaube, das war das Problem. YOLO. Müssen alle? Ich weiß gar nicht, es müssen alle abgedeckt sein, war das, ne? Verwechselt das jedes Mal. Bezahle am Ende mit meinem Leben. You know what? Geh weg. Ich kann das nicht anzünden? Ich kann ja wohl Spinnweben anzünden. So, und während das vor sich hinkokelt, gucken wir mal, ob wir hier irgendwas von Belang finden. Geil. Belichtung funktioniert super. Naja, an sich ist es echt wenig Viehzeug, was hier rumläuft. Ich hätte hier echt mehr erwartet. Oh yes, runter. Runter gut. Unten ist gut. Allerdings ist hier auch nichts. Nice. Geh doch weg. Du Scheiße. Boah, mach das doch weg. Meine Fresse, robusteste Spinnenweben EU. Schon wieder so ein Ultra-Zombie hier. Ist das euer Ernst? Die Scheiße brennt nicht? Wow. Egal was es ist, es klingt nach einem sehr... Jetzt bin ich neugierig. Wow. Ah, cool. Normaler Zombie. Ich meine, das Thema hatten wir schon mal. Wie entmutigend. Ich meine, so Eisen und so nehme ich jetzt nicht mit. Das halte ich jetzt aktuell für Blödsinn, weil... Warum?
Ich möchte nur mal betonen, die Spinnweben sind so robust. Zombies hängen sich daran fest. Sind quasi komplett high. Danke sehr. There we go. Komm schon, Diamonds. Something. Irgendwas. Es muss doch hier irgendwo was Cooles geben. Ich buddel mich gleich nach oben und lass es dann sein. Und gehe straight nach Hause. 25, das ist ziemlich tief hier. Und es geht noch. And we go even deeper. Oh, shit. Das ist tot auf Toast. Und in die Richtung. Dasselbe, nur tatsächlich begehbar. Das ist interessant, hier ist überall irgendwie fucking Lava und hier ist einfach Wasser durchgekommen. Das ist Gold, das ist... Mann, bin ich hier auf einer Ebene? Ich bin auf 11, also wir sind ja eigentlich perfekt. Also absolut perfekt eigentlich. Danke. Das kann nicht wahr sein. This game hates me. Das hasst mich heute. Ja, das möchte ich eigentlich, ne? Das ist, wow. Das ist einfach auch nichts da, ne? Ja, das... Nee, komm, fuck that. Ich hau ab. Ich such mir einen Weg raus. Das ist doch absoluteste Verarsche heute. Absolute Verarsche. Ach, geh da hoch. Oh, Lapis. At least something. Kann man im Dunkeln durch die Gegend, ja. Hi! Wisst ihr, sonst habt ihr die kürzeste Lunte diesseits des Erdballs. Gut. Have it your way. Ich dachte gerade, ich hätte was gesehen, aber ich habe nichts gesehen. Ist halt dumm, wenn man ein bisschen Kerzen sparen muss, ne? Weil du fucking Mods brauchst, die bei jedem Mal falsch angucken, wieder vom Dings sind. Das sei der Grund, warum ich mir jetzt halt nicht mehr so Optifine und sowas hole, weil ich find's halt immer nervig. Dann hast du's drauf, dann sieht's schön aus für eine Weile und dann, ja, kommt so ein Mini-Patch und auf einmal funktioniert die Scheiße nicht mehr. Und du so, ja danke, darf jetzt alles nochmal wieder suchen. Und dann ist für die Version noch gar der Patch gar nicht draußen und dann findest du das nicht und Ich hab grad gedacht. Gut, okay, das, ne? Wenn der Punkt erreicht ist. Fuck my life.
fuck life. We're going home. Okay, passt. Leck mich doch am Arsch! Ja, nee, fuck it. That's not good. Fast erschlagen von fucking Kies. Ja, nicht so... Ja, heute ist irgendwie echt merkwürdig. Heute ist echt nicht so der Minecraft-Tag. Das Spiel mag mich heute irgendwie nicht. Ich spiele in letzter Zeit viel auch privat einfach an Minecraft. Einfach so da und wann ein bisschen. Ist einfach chillig. Wenn man so seine Routine hat, wo man nachgehen kann. Still ohne Konfi. Ja, aber ich finde es halt doof, wenn ich denn nachher, also wenn ich jetzt quasi mit ihnen anfangen würde. What? Und der nachher für Yakuza wieder aufhören müsste. Der ernsthaft ist ja. Ich komme an Land und das erste Mal sehe, bis jemand wie du, der mir fucking Müll andrehen will. Dann nimm mir den Grund, dich nicht umzubringen. Immerhin sind wir lebendig wieder an Land. Let's go fucking home. Sobald wir zu Hause sind, werde ich dann auch, ja, da wechseln wir dann auch. Das ist, heute ist kein Judendach. Das sollte um so vieles schöner werden. Das habe ich mir so schön ausgemalt. Es ist Mord. Das ist an sich keine Begründung, das ist ein Fakt. Ich. Oh, der süß. Ich nehme ich mit. Komm mit. Ich habe zwar zu Hause schon genügend Hunde, aber fuck that. Sketchy absorbiert Yakuza Zero richtig brutal. Sie ist echt in so kurzer Zeit ist sie jetzt schon fast durch. Das ist heftig. Naja, aber ohne Witz, ich hätte mir das eigentlich so vorgestellt, so von wegen, oh ja, wir gehen jetzt, Wir kämpfen gegen Banditen, das heißt total episch und cool und hast du nicht gesehen. Das war ein ziemlicher Reinfall, leider. Dann, ja, die ganze Sache mit dem Portal war, na gut, milde, könnte schlimmer sein. Und dann ist wir in der Höhle und dann war da wieder nichts. Also irgendwie... Zumal, ich habe so das Gefühl... Also Emeralds sollen ja eigentlich zwar selten sein, aber nicht so selten wie Diamonds. Witzigerweise, ich habe in meinem Leben noch nie, also noch gar nie, Emeralds in Natur gesehen. Ich meine, hier weiß ich schon wieder halbwegs, wo ich bin. Das kommt mir nämlich gerade irgendwie bekannt vor. Dass man das Gefühl gibt, dass ich doch gar nicht so weit gegangen bin.
Minecraft auf episch. Ich hab's mir halt cool vorgestellt, ja. Ich hab halt gehofft, dass das Ganze relativ cool wird. Ein bisschen Action und hast du nicht gesehen. Aber irgendwie wurde's. Na, so gar nicht. Es war irgendwie so. Ist so vor sich hingedöppelt. Sind viel seltener als Diamanten. Was interessant ist, irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt. Die ganze Zeit waren Diamanten immer so das seltenste und wichtigste überhaupt. Und dann kommen, ja, Emeralds. Also, Digga, hold my beer. Noch nicht einmal in live gesehen. Sondern immer nur von Dorfbewohnern geklaut. The fuck? Was ist mit der Kuh passiert? Ist sie an dem Stress krepiert? Diese Welt besteht nur aus fucking Wald. Ich möchte schon überlegen, ob ich mir so mal so eine Spoiler-Map zulegen soll. Also so eine Spoiler-Map, die mir zeigt, wo was ist. Sind ja auch nur in einer bestimmten Bergregion. Hey, Fetzenwolf. Name kommt mir bekannt vor. Hab ich schon mal gehört. Aber länger her jetzt. Gut, wir sind auf jeden Fall weit von zu Hause. So viel kann ich mal bestätigen. Mein Dogo hat die Kuh... Ach so. Das klingt natürlich jetzt weniger heftig, als wenn ich sagen würde, der Stress hat die Kuh umgebracht. Das klingt um einiges humaner. Wow. Pony. Ist das ein anderes Dorf? Finden wir es raus. Vielleicht lohnt es sich ja doch noch. Ich habe jetzt... Ich bin ganz ehrlich, ich hab doch keine Ahnung mehr. Doch keine Ahnung mehr, wo wir sind. Aber das hier ist auf jeden Fall... Das muss ein anderes. Oder? Wenn wir ja sehen, wenn die Türen offen sind, war ich hier. Nee, hier waren wir nicht. Nice. Kann ich die stacken? Das ist ein fucking Trashbogen. Mein Heu. Meine Heubein. Bau mir jetzt ein Heuhaus und dann hoffe ich mal einfach, dass kein böser Wolf um die Ecke kommt und sagt, ich huste und pupse und dann stirbst du. Wäre nämlich echt tragisch. Ey, ihr seid echt, ne? Der Typ lebt in seinem eigenen Heu. Das Dorf muss ein Albtraum für Allergiker sein. Oder für Leute, die Geld suchen. Oder generell coole Sachen. Der hat ein schönes Haus. Wow. Der hat einen Hut. Ja, nee, noch eine Säge brauche ich nicht. Oh, dein Lehm mit. Dankeschön. Oh. Ich bin 6 Kartoffeln short. Ich geb dir mal, ne? Dankeschön.
Ich find's auch geil, wie die denn. Sollt ihr herkommen? The fu- okay, ich störe euch schon gar nicht weiter, ja? Alles cool. Yes. I will have all your potato. ne. Huh? Ihr seid ja schnell fertig. Don't mind me, ich loot nur euren Shit. Hm. Ein bisschen Aushalte bei euch. Wobei, ich kann hier nicht schlafen, ne? Weil wenn ich hier schlafe, widersetzt sich mein Dings. Was heißt hier widersetzt sich, ne? Noch ein Braustand. Ich nehme mir einfach mal mit, ne? Bingo. Das Ganze erhöht mein Vorrat an Futter für alle Variationen einfach umso mehr. Und warum lebt ihr hier auch an der Klippe? Ey, der Hosen. Das ist ein Stahlblock? Nee, glatter Stein. Habt ihr gemerkt, dass er in einer fucking Schlucht lebt? Doch einer. Ne, Alchemie, mein Arsch. Äquivalenter Tausch am Sack. Das ist ein fucking Dorf voller als. I haven't slept in a while, haven't I? Nice Hitbox! Können die hier rein? That's a problem. Lass sie nicht stören, ja? Okay, die können hier nicht rein. Tentebiester. Kumpel, dein Haus ist super. Es beschützt einen vor Phantom. Oh, nice bread. Oh boy, oh boy. Ihr seid definitiv ein Problem. Ihr macht nur so gar keinen Schaden. Und droppt, was auch immer das ist. Phantomhaut. Komm her! Who needs sleep anyway? Noch mehr? Fein denn.
Ach, Captain Clay. Nope. Schicker Balkon. Wo ist der Creeper hin? Ach, da. Sorry. Mensch, also Phantome sind ja jetzt doch nicht so schlimm. Ich hätte jetzt Schlimmeres erwartet. Das sind Slabs, ne. Ich glaube, wir haben hier... Oh, ne, warte. Ach doch, das ist das Haus, wo... Ja, sorry. Ich glaube, wir haben jetzt aber alles. Klaue ich eure Locken. Gut, Hund. Der Hund ist super. Der gefällt mir, der arbeitet mit mir. Ihr habt ja hier, ne? Ich find's halt schade, ich hätte jetzt gerne noch mehr aus den... Ja, aus den Trade-Deals hier rausgeholt. Schwa? Neuling. Hab ich nicht mit dem eben gerade noch gesabbelt? Wo ist denn der andere? Ach, das... Well. Ach, mit ihm habe ich geschnackt. Ja, Mensch. Der ist erwacht geworden. Was geht denn da hinten ab? Oh. Die haben so einen Defender of the Universe. Da hat's das Huhn erwischt. Oh nee, oh nee. Sorry. Hat der Zombie gerade, der Mini-Zombie, ein Huhn geritten? Hab ich das gerade richtig gesehen? Mach doch die Tür zu. Gut, wir sind hier durch. Das Dorf werden wir sowieso nie wieder finden, leider. Schade ist, weil ich mochte das eigentlich. War irgendwie ein nices Dorf. Nice. Oh, mein Mausrad. Hund. Aua. Zu viele Skeletors.
I'm out. The fuck? The fuck is that? Ist das ein Baum? Das ist ein Baum. Das ist doch kein Baum. Ah, du hast meinen Twitch-Channel ausgecheckt. Mhm, dann hast du bestimmt auch gesehen, dass das ein deutscher Channel ist. Just saying. Mein bottiger Freund. Ah, I like your stream. Krieg mit Nachbarn. Ja, bestimmt. Das ist auch bestimmt nicht copy-pasted. I'm about to animate. Ja, mhm. Geil, nice. Ja. Can I block now or can I block later? Muss wirklich viel. More information. Check out Webseiten. Ja, nee, weißt du was? Ich tu dir den Gefallen. Der Bot haut ja offenbar selber nicht ab. So. Boop. Meine Güte. Ich liebe diese Nachrichten, ne? Das sind so richtig coole Nachrichten immer. Weißt du, wenn sich niemand mehr die Mühe machen muss, selber was zu machen. Wenn du einfach nur einen Bot hast, der dir, wo du sagst, kopier den Titel wirklich 1:1 und poste. Ich liebe solche Bots. Solche Bot-Nachrichten. Es ist einfach nur eine Verschwendung von jedermanns Zeit. Verschwenden ihre eigene Zeit damit. Verschwenden die Zeit anderer Leute damit. Meine Güte, ich verstehe sowas nicht. Aber ja, I checked out your channel. Mhm. Of course you have. But please tell me, where did you figure out this is a Deutsch stream? Uni-chan? Please. Sag mir. Hombre. Okay, sorry. Das ist gut. Weißt du, dann machen sie ja nicht mal mehr die Mühe, irgendwie mal zu gucken. Es spricht ja wenigstens dieselbe Sprache. Was war das denn? Achso, Hund nass. Ja, irgendwie, das scheint gerade bei Twitch stark am Laufen zu sein, leider. Weil ich habe das sonst noch nie gesehen. So generell auf Twitch oder, ne? Aber in letzter Zeit ist das echt schlimm. Es nimmt echt Überhand. Ja, für mehr Viren, check out our website. Penispumpen.de. Könnte leicht dazu schreiben, hier gibt's günstig Viagra. Ich find's halt immer nur witzig, ne? Just verschwendet einfach Zeit. Hey Buggers, ich kann mit euch nichts anfangen, leider. Ich wünschte, ich könnte die Alpakas mitnehmen, ne? Die Dinger sind eigentlich absolut wertlos, aber, ne? Alpakas sind cool. Ich hätte doch das Portal nehmen sollen, ey. Ich beginne die Regrettis. I start to regretti. Soweit kann es eigentlich nicht mehr sein.
You need Spaghetti to Rigretti. Echt mal. Und danach spielst du Ligretti. Sonst, ich kann mir auch offscreen auf dem Weg zurück machen. Ah ja, schön an einem Kompass. Ich glaube, ich überlege nämlich gerade, wann mache ich mir was zu essen, aber ich glaube, ich esse heute Abend, wenn ich mit Stream fertig bin. Also muss ich dann gleich nur einmal runter Wäsche machen, was ich eigentlich schon seit einer Stunde machen wollte. Aber ne, das ist mal wieder die Macht des Craft. Gott, habe ich ein Pech mit dem Biom hier. Das sieht alles so gleich scheiße aus. Schnauzekuh. Als erwartet. Wo ich eigentlich schwören könnte, dass ich sowas hier, dass ich das schon irgendwie gesehen habe. Wie weit bist du in der Höhle gerannt? Weit. Also ich bin weit gerannt. Aber ich bin jetzt auch schon lange unterwegs, ne? Deswegen denkt man ja immer, dass man irgendwie schon so ein bisschen was hinter sich hat an Distanz. Ne, wisst ihr was? Wir machen das so. Ich mach das offscreen. Ich suche offscreen den Weg zurück, werde den schon irgendwie finden. Kann ja nicht so schwer sein, nicht? Oh, Alter, mir tut immer noch der Arm so ein bisschen weh. Aber meine Haut ist sowieso ein bisschen ruppig nach dem ganzen Tätowieren. Yeah.